Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht's? Willkommen zurück zu Clash of Clans. Ich entschuldige mich in aller Form, dass gestern kein Part kam. Kurz zur Erklärung, ich war im Phantasialand und hatte nach der Rückfahrt einfach keinen Kopf fürs Aufnehmen. Ich war so kaputt, ich war gar nicht mehr zurechnungsfähig zum Aufnehmen. Ich konnte gar nicht mehr reden und ich war einfach todmüde. Deswegen, sorry, aber ihr hättet ansonsten einen Redunst-Kai gesehen, der ziemlich neben der Spur ist. Und das wollen wir ja nicht. Ja. Nein, nein, nein. So, was ist denn hier gerade los? Wir sehen, dass der Clankrieg aktiv ist und dass wir 45-12 führen. Das ist krass. Ich habe auch schon ausgerechnet, welches Team im Schnitt mehr Sterne geholt hat. Die Random Army holt pro Angriff 1,55 Sterne, London 1,5. Das bedeutet nach meinen Wikipedia-Tendo-LP-mäßigen Berechnungen, dass wir mit der Nase vorne liegen, ja. Also entweder haben die Lauchköpfe keinen Bock, oder sie sind zu schüchtern. Ja. Wir werden mal sehen, was der Grund dafür ist. Ich muss wieder das Mikrofon ein bisschen niedriger stellen, weil ansonsten komme ich hier gar nicht mehr klar mit meinem Leben. Oh, schwangeres Mikrofon, Alter. Ich werf das Ding noch irgendwann aus dem Fenster. Wenn ich ein besseres Mikro habe. Wobei das Mikrofon ja eigentlich schon klar geht von der Qualität her. Und das geht auch eigentlich gar nicht mehr besser im Let's Play-mäßigen Bereich. Aber der Ständer ist scheiße. Und dafür würde ich das Ding gerne die, naja, Treppe runterpfeffern oder sonstige Sachen mit ihm anstellen. So, wir werden natürlich angreifen, ist natürlich ganz klar. Wir werden definitiv angreifen. Ich gucke eben nur, dass ich noch an ein paar Clan-Truppen komme, wobei ich mir auch noch einen Drache wünschen kann. Für den Clan-Krieg. Ach, ich habe doch Ü gemacht, nicht 7, du Spacki. Heiler. Da kann ich leider nichts dran tun. Boah, wann hast du angefragt? Vor einer Stunde? Komm, ey, da setze ich dir Bogies rein, Fräulein. Kannst von ausgehen wie Kerzen. Ja, dann habe ich jetzt wohl noch ein Riesenmeer, wa? So ist es. Aber egal. Passt schon in den Kram. Ist okay, Mann, ist okay. Hallo. Hallo, ist okay. Hallo. Gut. Wir sehen, wir haben jetzt 150 Plätze, wir haben jedes Armeelager, was wir hier verbessern können, verbessert. Sehr, sehr cool. Wirklich extrem knackig. Perfekt. Läuft ja sehr super gerade hier, muss ich sagen. Es läuft den Hals runter. Level 3 Drache. Sehr gut, Mann. Der wird mir auf jeden Fall beistehen bei meinem Angriff. Mal gucken, was für ein Ziel ich haben werde, aber ihr wisst Bescheid. Ja. Oh, das sieht sehr gut aus. Wir wurden zuletzt anscheinend vor x Tagen angegriffen, wie es scheint. Hau mal raus. Vor 7 Stunden. Trotzdem habe ich über 66.000. Die alte Wildstute. Schaut euch mal den Angriff von Ab-Abir an. Da wollte jemand anscheinend ein bisschen Loot haben, ne? Ja. Mit wenig Aufwand. Läuft. Aber ist egal. Ja. Eben noch hier schnell alles soweit reaktivieren. Wow, sogar eine Diamantspielerin. Oder Kristall ist das, ne? Läuft! Ja, wenn das so ist. Okay, was machen wir jetzt? Mein Trank braucht noch ein paar Minuten. Wir gucken uns aber erstmal unseren Gegner an. Ich habe ja die Nummer, ich weiß nicht wie viel, aber wir haben 30 Plätze, ne? Genau. Das ist ein 30er Angriff. Ich muss auf die 19 gehen. Das sieht extrem einfach aus. Und dafür 211.000 Siegbonus. Das nehme ich gerne an. Das nehme ich gerne mit. Wir werden den sowas von wegrotzen und wegklatschen. Ich werde nicht mal die ganzen Truppen brauchen. Niemals. Ist mein Zauber jetzt mal fertig, so langsam. Kommst du jetzt mal bitte in die Pötte. Wenn das
möglich ist, du alte Wildstute. Ja. Okay, Kinder, ich würde sagen, wir greifen jetzt mal die 19 an, direkt mal. Und zeigen ihr, wo der Hammer hängt. Zwei Heilzauber, enorm viele Trupps. Das sollte auf jeden Fall möglich sein. Erstmal natürlich die Clan-Truppen raus, wollte ich jetzt wieder fast vergessen. Wo ist denn überhaupt? Ach, da. Da wurde nicht mal gespendet. Sag mal, was hat denn dieser Clan für eine Arbeitsmoral? Das sind ja richtige Vollspackos. Das ist doch hier, das ist doch ein bisschen knackig. Also ich denke, den Drachen werde ich dafür auf keinen Fall rausschmeißen, weil das ist der nicht wert, ne? Aber ein Heilzauber geht immer. Also ganz ehrlich gesagt, Alter, das ist, ich fühle mich hier gerade ein bisschen unterfordert. Das ist so das, was ich die letzten Clankriege nie gehabt habe. Ein Clan, der zwar, ja, so von den Dörfern her anscheinend ziemlich weit oben ist, in Form von, guckt euch mal dieses Dorf an. Das Dorf hat einen Level 7 Rathaus. Es verhält sich aber wie so ein Level 4 Dorf. Wisst ihr, wie ich meine? Total gerusht, der Typ hat nichts irgendwie verbessern können in seinem Maße. Das ist so ein Billigdorf, das ist quasi, das ist total unterlevelt, das Dorf. Es ist total unter, ja, unter seinem Niveau, ne? So darf kein Level 7 Rathaus aussehen. Ne? Also peinlich, extrem peinlich. So, mal gucken, ob ich ihn noch irgendwie ausbessern kann. Ich sehe gerade, dass hier der gute Last King versucht hat, 3 Sterne zu holen. Wo haben wir denn unseren Last King? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Auf Platz 27. Hm. Ja, Last King. Da hat wohl jemand die Regel nicht gelesen, oder? Wie schaut's aus? Gut, Last King. Dann, war es das für dich in diesem Clan? Du hättest die 27 angreifen müssen, aber wer die Regel nicht liest, der, weiß Bescheid, ne? Und wir haben noch nicht diese unter 2-Stunden-Regel, ne? Gut, also wird Last King jetzt von mir eigenhändig rausgepfeffert. Wo haben wir ihn denn? Wo haben wir ihn? Oder ist er schon draußen? Nein, ist er noch nicht, aber du hättest die 27 angreifen müssen im CK laut Regelsatz. Du hast die 28 angegriffen. Zack. So, Kinners, wir sind hier gerade auf eine ganz, ganz kleine Diskussion gestoßen im Clan-Chat, nämlich, dass man doch eigentlich den Platz unterhalb seines Gegenübers angreifen dürfte. Hm, ist mir aber neu, denn laut Regeln, ich lese es nochmal vor, für alle, die es noch nicht wissen, für alle, die noch nicht den Blick in die Videobeschreibung erhascht haben, ich kann es gerne nochmal vorlesen. Das ist jetzt zwar langweilig für diejenigen, die die Regeln kennen, aber es gibt ja immer die paar Leute, die nicht in die Videobeschreibung schauen. Also, jeder, der im CK angreift, greift seinen Gegenüber an. Sprich, wenn du Platz 45 bist, greifst du Platz 45 an. Niemanden sonst. Bevor ihr anderen den Angriff stehlt, versucht doch erstmal selber, euren Gegenüber erfolgreich anzugreifen. Die Regel tritt außer Kraft, wenn derjenige, der sein Gegenüber angreifen muss, nach 22 Stunden Clankrieg noch nicht angegriffen hat. Und die Regel tritt außer Kraft, wenn schon früh klar wird, dass man den Gegner halt, dass man den Gegnerclan, dass man dagegen nicht gewinnen kann. Ne, wenn früh klar wird, dass man gegen den Gegnerclan nicht gewinnen kann, tritt diese Regel außer Kraft. Da darf einfach gelootet werden. Die Anführer müssen darüber aber erstmal in Kenntnis gesetzt werden, bevor man das tut. So, ich lese hier weder etwas davon, dass man einen unter seinem Gegenüber angreifen darf. Das lese ich nicht. Das lese ich nicht.
Also von daher gesehen, alles legitim, ne? Lest die Videobeschreibung, ihr wisst Bescheid. So. Ja, ich werde heute auf jeden Fall nochmal ein zweites Mal angreifen gehen. Ich habe aber überlegt, was und wen ich denn angreifen werde. Da ja der gute Last Kings rausgeworfen wurde, weil er die 28 angegriffen hat. Ne, obwohl er doch eigentlich hätte angreifen müssen die 27. Ne? Ja. Gönne ich mir mal die 27. Weil, ihr wisst ja Bescheid, ne? Der Last Kings ist ja nicht mehr da. Er kann also die 27 gar nicht mehr angreifen. Ja, also muss jemand anders dafür sorgen, dass sie angegriffen wird. Damit die gute 28 aber noch ihr Dorf behält. Ne, also der Dentox, damit der Dentox da noch seinen Angriff machen kann. Was er hoffentlich tut. Lasse ich das 28er. Ich gönne mir aber die 27, weil er halt draußen ist. Ich schreibe es nochmal in den Chat, damit es auch alle verstanden haben. Weil man muss ja auch alles hier doppelt und dreifach sagen, ne? So, ich habe Bescheid gegeben, damit die Leute im Clan Bescheid wissen. Ne? Ich finde, es ist vollkommen legitim, weil Last Kings ja sowieso draußen ist, also muss ja jemand die 27 angreifen. Ne? Wisst ihr Bescheid? Gut. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen gereizt, weil man mir Sachen, an den Kopf hält, wo ich mir denke, ja. Ne? Ist egal, passt schon. Ne? Gut. Wird aber ein wenig härter werden als der letzte Angriff. Auch wenn das hier ein Level 5 Rathaus ist. Ja, genau. Wird ein bisschen härter, wird ein bisschen anspruchsvoller, aber ich denke, ich krieg's trotzdem hin mit meinen Zaubern und so weiter und so fort. Wir gucken mal. Wir gucken auch mal, ob meine Trupps soweit fertig sind. Sie sind fertig, dann ist ja sehr gut. Ich habe sogar noch Magier am Start, die ich gerade eben gar nicht ausgegeben habe. Ich hatte noch wirklich viel übrig gehabt. Ne? Ich hatte Heilzauber, ich hatte die Magier. Ist das nicht viel? Ich glaube schon. So, da wollen wir mal. Erstmal natürlich gucken. Und es ist wieder nichts in der Clanburg drin. Es kann doch nicht wahr sein. Wow. Also die Leute, die wissen ja echt, wie man hier zu kämpfen hat, ne? Die haben die Ahnung, die man haben muss. Die alten Rexe. Ich schicke auch die Barbaren nochmal rein, damit die den Riesen wenig zur Hand gehen können. Da setze ich einen Mauerbrecher rein, hier setze ich einen Mauerbrecher rein, da setze ich einen Mauerbrecher rein. Damit die Bogies nicht außen rumlaufen müssen und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Außerdem kommen hier noch ein Magier rein. Und den Drachen kann ich schon wieder nicht ausgeben. Das kriege ich auch so hin. Das ist doch nicht normal. Nein! Wie ich das hasse. Naja, scheiß drauf. Ich habe jetzt einen Siegbonus von 311.000 und da wir das mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit gewinnen, nehme ich nicht nur, glaube ich, diesen Siegbonus mit, sondern auch noch den Loot, den ich sowieso mitgenommen hätte, oder? Keine Ahnung. Wie wird das eigentlich gemacht mit dem Loot, den man da noch bekommen kann? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Kinders, ich bin jetzt gerade ein bisschen gereizt. Ich beende den Part, ne? Erstmal fuckt mich jedes Spiel ab, wegen diesem scheiß Touchscreen-Gedönsfehler da. Nee, es tut mir leid, aber ich beende jetzt gleich den Part. Ich verbessere noch eben ein paar Sachen. Da bin ich auch wieder weg. Weil, es ist ganz ehrlich so, ich hab nichts gedrückt. Gar nichts. Gar nichts. Ich habe vielleicht unachtsam mal drauf gedrückt, aber ich habe nicht auf die Clanburg gedrückt. Gar nicht. Ich habe nicht ausgewählt, dass die Clanburg, gesetzt werden soll. Ich habe vielleicht auf den Touchscreen drauf gedrückt, aber nicht, dass sie gesetzt werden soll. Die meine Clanburg-Truppe. Jetzt habe ich einen Drachen verschwendet. Meine Fresse. Es regt mich auf. Unnötig. Unnötig, Mann. Extremst unnötig, Mann. Das fuckt einfach ab. Meine Fresse. So, was kann ich hier noch verbessern gerade?
Ja, definitiv. Der Elixier-Sammler, dann hätten wir den letzten auch dann auf Level 10. Na, der ist ja auch noch zugange. Richtig krass. Na, dann wäre so gut wie alles verbessert. Was halt noch fehlt, ist hier die letzte Luftabwehr. Und vor allem der Luftfeger. Ja, 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 der Luftfeger muss auch noch sein. Der muss auch noch gemacht werden. Ja. Also Luftabwehr, Luftfeger, da lasse ich momentan so ein bisschen schleifen. Aber ansonsten halt nur so ein paar Mauern, ne? Und im Endeffekt wäre es das. Da komm, ich verbessere die Mauern mal. Passt schon. Kinders, ich beende wie gesagt den Part. Haut rein. Ciao.